Pizza essen kann tatsächlich Leben retten, zumindest indirekt. Diese Erfahrung hat gerade ein 48-jähriger Amerikaner gemacht. Was jetzt folgt, ist eine ausgesprochen ungewöhnliche Geschichte von Mitmenschlichkeit und Fürsorge, wenn man so will. Aus den USA berichtet Steffen Schwarzkopf. Hier in der Stadt Salem im Bundesstaat Oregon werden Pizzen gemacht und Leben gerettet. Und sie ist der Beweis, dass es Schutzengel gibt. Tracy Hamblin, Angestellte einer Pizzakette, und sie kennt ihre Kunden gut. Das gilt auch für Kirk Alexander. Seit Jahren ordert er hier zu essen und das regelmäßig 3-4 Mal die Woche. Er bestellt normalerweise Chicken Wings, Pasta, Sandwiches. Die Bestellung kommt immer online rein, erzählt sie. Doch dann plötzlich Funkstille 11 Tage lang. Tracy entscheidet, ich muss vorbeifahren und nach dem Rechten schauen. Im Haus des 48-Jährigen brennt Licht, doch klingeln und klopfen vergeblich beim Handy nur die Mailbox. Die Pizzabotin ruft die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachen die Tür auf. Er lag auf dem Boden, musste ins Krankenhaus. Er hatte ganz offensichtlich einen schweren Schlaganfall erlitten. Laut Ärzten ist Kirk Alexander inzwischen in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Und hat das nur ihr zu verdanken, Tracy Hamblin, Pizzabotin und Lebensretterin. Weitere Nachrichten finden Sie natürlich auch auf n24.de. Bleiben Sie bei uns und starten Sie gut in den Tag.